Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Kochvideo. Heute bereiten wir gemeinsam ein leckeres Mittagsgericht zu, was jetzt nicht wirklich schnell geht, aber was wirklich sehr, sehr lecker ist. Und so habt ihr es euch auch gewünscht. Es gibt heute nämlich Hühnerfrikassee aus dem Thermomix. Das Ganze wird so aussehen, findet ihr aber auch in dem Heft Schnelle deutsche Küche. Ein sehr tolles Heft mit leckeren 20 Rezepten, wie ihr es auch von uns kennt. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal an, indem wir eine Brühe kochen und dann machen wir den ganzen Rest. Und zwar haben wir folgende Zutaten. Wir haben hier einmal Hähnchenschenkel, Wasser, Karotten und Zwiebel, Petersilie und Lorbeerblatt. Für die Beilage quasi dann hier Champignons, Karotten, TK-Erbsen hole ich dann nachher noch raus. Dann haben wir hier noch Stangenspargel, Reis natürlich. Für die Soße haben wir dann hier Butter, Mehl, Sahne und Zitronensaft. Natürlich noch Salz und Pfeffer, das kommt auch noch dazu. Aber erst einmal fangen wir an, indem wir die Brühe kochen. Legen wir einfach mal los. Und zwar geben wir da erst einmal Karotten und Zwiebeln hinein. Das Ganze zerkleinere ich so ein bisschen. Das Ganze sieht jetzt so aus. Also einfach nur so ein bisschen zerkleinern, das muss gar nicht richtig fein sein. Und dann kommt dort die Hähnchenschenkel hinein. Ich habe jetzt hier 900 Gramm. Einfach einlegen. So. Dann geben wir auch gleich hier mal ein bisschen Petersilie hinzu. Ein Lorbeerblatt. Und dann 900 Gramm Wasser. Ich habe hier auch schon ein heißes Wasser genommen. Ich kenne das nämlich von früher. Ich hoffe, ich vertausche das jetzt nicht. Möchte man eine gute Brühe haben, muss man das Fleisch in kaltes Wasser legen. Und möchte man leckeres Fleisch haben, also ein bisschen saftig, dann ein heißes Wasser. Also eigentlich nimmt lieber kaltes Wasser. Alles rein. Da habe ich gerade den Fehler gemacht, aber passiert mir auch mal. Dann 50 Minuten, 100 Grad, Linkslauf und Kühlstufe. Das Ganze kocht jetzt, es wird wirklich eine sehr, sehr schöne Brühe. Das packen wir jetzt erstmal zur Seite und dann machen wir schon mal den Reis, also den Rest fertig. Weiter geht es mit dem Reis und dem ganzen Gemüse, was wir jetzt dafür benötigen. Fangen wir erstmal an, den Reis jetzt vorzubereiten. Und zwar geben wir jetzt hierfür einmal den Gareinsatz in den Mixtopf hinein. Dann wiegen wir dort 300 Gramm Reis ein. Übrigens bekommt ihr auch unsere Aufbewahrungsgläser bei uns im Online-Shop. Verlinke ich euch unten alles in der Infobox. Dann kommt da 2 Teelöffel Salz hinein. Ihr könnt auch, wenn ihr wollt, Gemüsebrühe nehmen, je nachdem, was ihr mögt. Und dann kommt da jetzt Wasser hinein. Und zwar so viel, dass der Reis 1 cm bedeckt ist. Und ich sage euch mal gleich, ach da, wie viel Wasser ich jetzt hierfür nehme. Also ich habe jetzt für 300 Gramm Reis 1400 Gramm Wasser genommen. Da kommt jetzt der Mixtopfdeckel oben drauf. Und wir fangen jetzt an, einmal das Gemüse vorzubereiten, das alles hier in den Thermomix, also in den Vavilla-Behälter reinzustapeln. Und dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Und zwar schälen wir erst einmal die Karotten. Und die Karotten schneidet ihr in dünne Scheiben. Ihr könnt die Karotte auch erstmal halbieren, wenn ihr möchtet. Dann habt ihr so halbe Scheiben. Hier wird es ein bisschen dicker, deswegen halbiere ich das erstmal. Und dann schneiden. So, die Karotten gehen jetzt einmal hinein. Und dann schneiden wir die Champignons so in dünne Scheiben.
Und auch hier könnt ihr die einmal halbieren, wenn ihr möchtet. Und dann dazu geben. So. Das ist alles geschnitten. Deckel drauf. Auf den Thermomix stellen. Und das Ganze kochen wir jetzt erst einmal 20 Minuten lang. Auf Varroa Stufe 1. Und wenn das zu Ende ist, geben wir dann Thekerbsen hinzu und Stangenspargel. Was wir schon mal machen können, ist einfach den Stangenspargel in 2 cm breite Streifen schneiden. Er kommt ja aus dem Glas, sieht dann so aus. Deswegen fangen wir damit schon mal an. Das sind hier unsere Thekerbsen, die brauchen wir auch noch gleich. Dann nehmt ihr euch einfach das ganze Bund hier so raus. Und dann schneide das einfach so in und sobald die 20 Minuten im Thermomix um sind, kommt Thekerbsen und der Spargel hinzu und dann ist eigentlich schon soweit alles fast fertig. So, 20 Minuten sind jetzt um. Jetzt nehmen wir einmal hier den Deckel ab, geben da die Thekerbsen mit hinein. Na. Ihr könnt natürlich auch mehr Erbsen, weniger Karotten, mehr Pilze hinzufügen, Spargel weglassen. Da schaut ihr einfach, wenn ihr spontan kocht, was ihr habt, was ihr mögt, was eure Kinder essen vielleicht. Da einmal den Spargel mit hineingeben. Toll. Und dann lassen wir es noch weiter kochen, 10 Minuten lang. Auf Aroma Stufe 1. Dann sehen wir es gleich wieder. So, der Reis, das Gemüse ist jetzt soweit fertig. Ich habe hier schon mal einen Behälter und einen Behälter für unseren Reis. Jetzt nehmt ihr einfach den Deckel hier ab und gebt das ganze Gemüse so in euren Behälter. Einfach rein. Und dann noch am besten zur Seite stellen. Deckel zu. Und der Reis füllt ihr auch separat ab. Und dafür nehme ich immer den Spatel von Vorwerk, weil ihr hier ganz einfach, ja, ganz einfach, na, Vorführeffekt, ne? Also ihr habt hier ein Loch, wo ihr dann quasi so euch einhaken könnt. So ist das besser. So, eingehakt. Rausnehmen. Und umfüllen. Dann nehmen wir nochmal hier so den Rest raus. Und Reis kochen. Kartoffel kochen klappt wirklich wunderbar im Thermomix. So, das kann alles einmal zur Seite. So sieht der Reis jetzt aus. Auf den zumachen, damit er schön warm bleibt. Also alles einmal zur Seite stellen. Und diese Flüssigkeit, die wir hier jetzt durch das ganze Kochen haben, das kippen wir einmal weg. Und dann fangen wir auch gleich an, die Soße zuzubereiten. Schaut mal, die Brühe ist jetzt auch schon soweit fertig. Da nehmen wir jetzt erst einmal die Hähnchenschenkel raus. Das nimmt ihr einfach eine Gabel. Dann lassen wir das alles einmal ein bisschen abkühlen. Trennen dann die Haut vom Fleisch und schneiden das pure Fleisch dann einfach in kleine Stückchen. Aber jetzt ist es einfach noch zu heiß. Da verbrennt ihr euch die Finger. Also abkühlen lassen. So. Einmal zur Seite stellen. Das kann einmal komplett abkühlen. Und wir geben jetzt einmal die Brühe durch ein Sieb in ein Gefäß. Das ist eine richtig schöne Brühe geworden.
Wir brauchen auch gar nicht die ganze Flüssigkeit. Wir brauchen nur 550 Gramm Hühnerbrühe. Und aus dem Rest könnt ihr noch ein bisschen Wasser zufügen, ein bisschen verdünnen und eine Suppe kochen oder eine Soße kochen, was auch immer. Ich habe noch so ein kleines Sieb. Das habe ich noch von meiner Mutter mitgenommen. Aber es ist wirklich so fein, dass ihr wirklich ihr hinterher eine richtig feine, klare Brühe habt. Das habe ich schon mit einem anderen Sieb ausprobiert. Aber da war es halt nicht so wie jetzt. So, das kommt erstmal zu weit. Das ist quasi jetzt unsere Hühnerbrühe. Und dann fangen wir an und machen jetzt einmal die Soße dafür. Und zwar geben wir Butter in den Mixtopf, schmelzen das Ganze. Auf 100 Grad. Als nächstes geben wir einmal Mehl hinzu. Und jetzt machen wir eine ganz einfache Mehlschwitze. Und auch hier einmal auf 100 Grad alles vermischen. 2 Minuten lang. Und dann geben wir auch eigentlich schon die restlichen Zutaten hinein. Und während die Soße kocht, kümmern wir uns um das Fleisch. Ich zeige euch jetzt einmal die... So sieht das aus. Das ist jetzt die Mehlschwitze. Alles, was jetzt noch auf dem Messer ist, obwohl da ist ja gar nicht mehr so viel. Das lasse ich jetzt so. Ansonsten einfach mit dem Spatel alles vom Messer oben drauf wegschieben. Und dann gebt ihr hier 550 Gramm eurer selbstgemachten Hühnerbrühe hinein. So, hat genau gereicht. Wenn ihr natürlich keine Hühnerbrühe kochen möchtet, könnt ihr es auch einfach mit Instant-Pulver machen, selbstgemachte Gemüsepaste oder Hühnerbrühe aus dem Glas. Schaut einfach, wie ihr auch vielleicht Zeit habt. Dann nehmen wir hier 100 Gramm Sahne. Dann Zitronensaft. Und ein bisschen Salz und Pfeffer. Aber auch das am besten hinterher nochmal abschmecken. Das Ganze lassen wir jetzt auch nochmal aufkochen bei 100 Grad, circa 4 Minuten lang. Und auf Stufe 3. Und in der Zwischenzeit machen wir einmal das Fleisch fertig. Ich lege gerne noch mal irgendwas auf mein Salatfeld. Dann haben wir hier einmal das Fleisch. Und das trennen wir jetzt erst einmal von der Haut. Die Haut trennen wir jetzt erstmal vom Knochen. Ihr könnt das Ganze auch mit Hühnerbrustfilet machen. Oder wenn ihr Hähnchenfleisch überhaupt, könnt ihr das auch verwenden. Also ihr müsst jetzt nicht unbedingt Hähnchenschenkel nehmen. Wir brauchen jetzt nur das reine Fleisch, also keine Haut. Dann einfach noch so ein bisschen kleiner schneiden. Und dann gebt ihr das Ganze zu eurem Gemüse. Und das machen wir jetzt mit dem kompletten Schenkel. Ich habe hier noch ein bisschen Fleisch dran. Das werde ich dann nachher nochmal
abnehmen. Es ist einfach noch ein bisschen zu heiß. Wie gesagt, diese Schenkel lasse ich noch ein bisschen abkühlen. Da ist noch ein bisschen Fleisch dran. Das ist einfach zu heiß. Und zwar ist das jetzt die fertige Soße. So sieht das Ganze aus. Ihr könnt es jetzt natürlich noch ein bisschen abschmecken. Und dann einfach noch ein bisschen Salz rein tun. Und ein bisschen Pfeffer. Und dann kommt da noch TK-Petersilie hinzu. Ihr könnt frische Petersilie nehmen, ihr könnt TK-Petersilie nehmen. Dann einfach so ein bisschen untermischen. Deckel auf. Und diese komplette Soße kippt ihr jetzt einfach zu dem Gemüse, zu dem Fleisch. Einmal alles vermischen. Fertig ist das Hühnerfrikassee. Und dazu gibt es Reis. Wir werden jetzt erst einmal alles anrichten und dann werden wir natürlich gemeinsam probieren. So, ich habe auch ein bisschen was jetzt mal auf dem Teller drauf getan. Wir werden jetzt mal gemeinsam probieren. Ist auch ein bisschen abgekühlt. Ich mag es nämlich nicht, wenn es zu heiß ist. Mit Vollmund spricht man ja nicht. Es ist wirklich sehr, sehr lecker, aber was soll ich denn auch sagen? Es ist richtig gut geworden. Ihr habt gesehen, es ist gar nicht so schwierig und kompliziert, so ein leckeres Hühnerfrikassee zuzubereiten. Alles, was ich hier benutzt habe, was ihr auch bei uns im Online-Shop findet, findet ihr auch unten in der Infobox. Verlinken wir euch direkt, genauso wie das ganze Rezept. Und am besten abonniert ihr unseren Kanal, damit ihr keine weiteren leckeren Koch- und Backvideos verpasst. Und ich hoffe natürlich, bis zum nächsten Mal.